Ja, hallo, herzlich willkommen, darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen den SC Paderborn. Endstand 3:2 für die Gäste. Und der Gästetrainer Steffen Baumgart hat auch das erste Wort. Steffen, dein Fazit zum Spiel. Ja, hallo erstmal allen. Ja, mein Fazit zum Spiel. Wir sind natürlich überglücklich mit dem Spielausgang. Haben uns, glaube ich, in der ersten Halbzeit so ein bisschen das Leben selbst schwer gemacht mit den zwei Gegentoren. Obwohl ich da schon das Gefühl hatte, dass wir viel fürs Spiel gemacht haben. Zweite Halbzeit haben wir versucht, einfach nochmal zurückzukommen. Hatten dann durch den Anschlusstreffer natürlich wieder ein bisschen Mut geschöpft. Ja, und wie dann zum Ende die beiden Tore gefallen sind, ist natürlich glücklich für uns. Aber für mich ist wichtig, dass die Mannschaft gesehen hat und auch gezeigt hat, dass sie dranbleiben wollte. Dass wir es immer wieder versucht haben, auch spielerisch zu lösen. Dass natürlich am Ende, zu dem Zeitpunkt, auch wie die Tore gefallen ist, dass man natürlich da auch ein Quäntchen Glück braucht, ist das eine. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir dran geblieben sind und uns dadurch natürlich auch diese Möglichkeiten erarbeitet haben. Dafür danke. Das war's. Vielen Dank. Pavel, dein Fazit. Ja, ich denke schon, dass das war tatsächlich so, dass die Mannschaft von Paderborn hat die meisten Aktionen gehabt. Die haben natürlich versucht, offensiv uns immer wieder zu beschäftigen und wir haben sehr gut verteidigt. Also wir haben fast nichts brennen lassen. Ich kann mich bis auf diese drei Tore, ich kann mich nicht an einen Torschance erinnern von SC Paderborn und dann am Ende doch schon drei Gegentore zu bekommen, das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Das erste Tor für mich war auch so eine Sache, wo Stefan gerade sagte, wieder Hoffnung gebracht hat für die Spieler von Paderborn und dann haben sie wieder an sich geglaubt und nach dem Gegentor von unserer Seite bin der Meinung, dass wir dann ein bisschen wachgerüttelt worden sind von unserer Seite und dann haben wir auch eine Riesenchance gehabt, für 3:1 zu erhöhen. Und haben wir wieder nicht geschafft. Und dann, wie gesagt, dass die letzten zwei Gegentore, wie die entstanden sind, puh, das ist ja schon so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das man irgendwie so jetzt über taktische Verhalten oder Fehler reden kann. Manchmal gibt es solche Sachen im Fußball, so wie Zufälle. Und manchmal kann man sie nicht verhindern, diese Zufälle. Weil ich glaube schon, dass auch das war auch so. Und wir kommen am Ball beim zweiten Gegentor, klären wir nicht sauber, dann lauft durch die Mitte. War schon brutal und sehr hart. Und die Mannschaft ist momentan sehr enttäuscht, das ist doch klar. Die komplette Woche war für uns sehr hart. Wir haben unheimlich viel Aufwand getrieben. Bremen, Zwickau und heute. Und stehen wir mit leeren Händen da. Und trifft uns schon sehr hart zu, aber das wirft uns nicht um. Und ich denke, wir werden in nächsten Spielen unsere Spiele gewinnen. Wir werden weiter diese Einstellung haben. Und ich denke, Glück kann man vielleicht irgendwann auch mal drehen oder zwingen. Und das werden wir versuchen, die nächsten Spiele zu machen. Und an SC Paderborn wünsche ich alles Gute und viel Erfolg und viel Kraft für den Kampf um die zweite Liga. Dankeschön. Vielen Dank, Pavel. Sollten Sie Fragen an die Trainer haben, bitten wir um ein kurzes Handzeichen. Dann kommen wir mit dem Mikro zu Ihnen. Da gibt es schon eine erste Frage von einem Paderborner Kollegen. Genau. Herr Baumgart, Sie sind nicht nur als Trainer, sondern auch als ehemaliger Stürmer in den letzten Wochen oft auf Sven Michel angesprochen worden. Wie groß ist jetzt bei Ihnen auch die Freude, dass es bei ihm heute so entscheidend dann auch geklappt hat? Ja gut, ich glaube, wir sollten uns insgesamt freuen. Ne? Die ganze Mannschaft hat das gut gemacht und wir haben immer davon gesprochen, dass egal, ob einer von Anfang an aufläuft, drin ist, im Trainingskader dabei ist oder mal nicht mitfährt, dass wir alle brauchen. Und heute war, glaube ich, so ein ausschlaggebender Punkt, dass gerade die Spieler, die reingekommen sind, einfach nochmal für Akzente gesetzt haben. Ob es Jimmy war mit der ersten Aktion oder dann eben Sven Michel mit dem Tor oder Philipp Clement, der das dritte vorbereitet. Also, wie gesagt, ich würde es nicht nur auf Sven sehen. Sven hat die Wochen vorher auch gut gearbeitet. Auch meines Erachtens heute einige unglückliche Situationen gehabt oder Situationen, die sich der Trainer besser vorstellt. Aber dann mit dem Tor, ja, eine Erlösung für ihn. Und für uns einfach nochmal ein Signal, einfach dran zu glauben und weiterzumachen. Das sehe ich eher als positiv. Danke. Keine weiteren Fragen dann. Vielen Dank, den Gästen eine gute Heimfahrt und natürlich auch alles Gute noch für die Saison. Dankeschön.